So, hier hatten wir mal eine Sache. Noch ein Magic Gem, sehr schön. Warum habe ich dann das hier nie erledigt? Also auch das habe ich schon erledigt, oder? Ich habe mir etwas Salz, hier war, glaube ich, ja, hier war ich schon. Okay, ist gut. So. Was passiert, wenn ich nochmal den Bell Tower mache? Und zack. Nee, noch nicht ganz. Die haben wirklich eine Kraft. So. 1,45. Das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Ah, nice. Dann hat sich das ja mal gelohnt. So. Und wie habe ich mich gemacht? Okay, und weiter suchen nach anderen Sachen. So, hier bin ich letztes Mal gescheitert, weil ich dachte, dass der Elefant hier nicht reinkommt. Aber anscheinend geht das doch. Très bien. Continue. So, hier sind wir auch noch nicht weitergekommen. Ich gebe 3 Formeln. Und es klappt mit dem Elefant, was ich nicht gedacht hätte, aber anscheinend ignoriert der Dash die physikalischen Gesetze wie Schwerkraft. So, hier hänge ich auf fast. Das ist genau hier. Wie viele Gems habe ich jetzt schon? 4 schon, nice. Das sollte irgendwie so klappen. Ne, so. Yes! Und jetzt brauche ich den Dash. Voilà. Zack. Fast. Ach, wirklich jetzt. Okay, und dann hier noch ein Dash. Aha, ja.
Zack. Okay. Und damit haben wir noch einen Magic Jam. So. Letztes Mal sind wir hier. Also vorletztes Mal sind wir hier nicht weitergekommen, irgendwie sowas. Jetzt sollte das möglich sein. Außerdem habe ich eingekauft. Diese Magie hier. Sehr effektiv im Baron Tower. Und dann noch Super Silky, Hair Powder, was weiß ich. Damit sind unsere Haare einfach nur noch. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich würde sagen, ein Torpedo. Normalerweise können wir jetzt hier weiter, weil wir jetzt das hier können. Yes. Ist mein Mikroob dann? Selbstverständlich. Ah ja, ich habe noch keine Anrege gemacht. Jetzt kommt zurück bei Shantae. Wie ihr gesehen habt, habe ich Backtracking offscreen gemacht. Jetzt sollten wir eigentlich alles haben, was wir haben können mit den Fähigkeiten, die wir bis jetzt haben. Ganz die Stelle, wo ich mir noch vorstellen kann, was sein könnte, wo wir aber schon vorbei sind, ist am Seaside Resort links und hier halt in dieser Gegend, denn ich vermute, dass wir später schwimmen können. Das wäre nur logisch. Voilà. Da stehe ich wirklich in den drin. Geld ist immer gut. So, ich habe jetzt genug Geld, um wieder was zu kaufen, wenn ich mich nicht irre. Also machen wir das noch schnell. So, normalerweise kann ich jetzt die eine Magie kaufen, die hier. Voilà. Dann noch einen Heiltrank, so. Ah ja, ich habe euch die noch nicht gezeigt. Jetzt drei Bälle des Todes. Und dann können wir noch die hier tasten. Okay. Okay, die landet dort, wo ich stehe. In Ordnung. Dann geht's wieder zurück. In die Ostsee. Bei uns die Zombies. Zombie-Brüder, wenn ich mich richtig erinnere, erwarten. Ja, mein Tipps ist gut. Bitte dahin.
Danke sehr. So. Okay, hier können wir wieder ins Wasser steigen, sobald wir schwimmen können. Ah, da seid ihr. Hallo, ich hab euren Kaffee dabei. Du Kuss, was ist hier? Would keep your hand off the deal. Von der Verheißwilder durch. Er hatte da den Zickes. Weil die Mama Puss Egg anyways hat, ihr seht, wie schott es kann. Smells wonderful. You can't tell where the foam ends and the scrambled eggs begin. Aha. So, stick it into heat, no bounce, und okay. Aber jetzt blob. Das kann man. Okay. Okay. Dann wieder zurück. Im Weg, ich muss irgendwo einbrechen. Aua, das tut ja weh. Schmerz. Ah, die Herzen tun auch weh. Oh Mann. Okay. Money, money, money. So, und hier rüber. Zack. Und hier Item nutzen. Ah ne, das geht ja automatisch zum Key-Item. Yes. So. Gut, die Tür ist offen. Nochmal abspeichern. Ja. Okay. Und dann gehen wir rein. Labyrinth, na toll. Weiß ja nicht. Ich glaube, wir machen das nächste Mal. Hab jetzt genug schon heute gemacht. Dann bis nächste Mal, euer Griffion. Ciao, ciao. Also, ich hab mir das nochmal angeguckt. Für den Backpacking habe ich ja nur aufgenommen, wenn ich was gefunden habe. Deshalb ist mir vorgekommen, das hätte ich schon viel gemacht, aber 12 Minuten reichen da nicht wirklich. Also versuche ich jetzt noch etwas aufzufüllen.
Seltsam Augentyp, ist seltsam. Okay. Da oben wäre mal was Interessantes. Da kommen wir ran, indem wir hier hoch. Zack. Nee. Geht immer zu weit. Okay, was haben wir hier unten? Ich traue der Sache nicht, dass hier irgendwo ein verstecktes Loch ist. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Ein Schlüssel. Okay. Und hier ist eine Tür. Ach du meine Güte. Ich schaut in eine andere Richtung. Macht das einen Unterschied? Ja. Okay, wir werden wohl hier schwimmen lernen. In Ordnung. Was haben wir denn hier? Schauen wir mal. Zack. Ah, hier kommen wir jetzt rein. Gut. Skelette, die machen wir ja nicht so gern. Mit etwas Magie klappt das schon. Okay. Okay, hier. Kommen wir auch noch nicht weiter, oder wie? Also müssen alle zusammen tot sein, okay. Hier haben wir einen Speicherpunkt. Ja. Ich nehme an, dass es dann hier nicht weitergeht. Also noch nicht. Magier, einfach ihn zerhauen, so. Noch ein Schlüssel, da ist der Bossfight. Okay. Dieses neue Shampoo für meine Haare sind super, ist super toll. Auf jeden Fall. Macht die Sache um einiges einfacher hier. Voila! Zack! Ach komm her! Geht doch! So, hier haben wir wieder eine Tür. Upp. Okay. Interessant. Hier hochzukommen muss man zuerst fest an der Skelette vernichten. Komme ich da auch? Yes! Okay, das scheint mir ja wieder ganz seltsam hier zu sein.
Okay, haben wir nur Geld, da sage ich nicht nein dazu. Und wenn ich das Auge öffne. Gleiche Stelle, okay. Mann, wir müssen das Auge aber zumachen, damit. Wie weiter geht's? Ja, auch zu, so. Was haben wir hier? Okay. Hier brauche ich wieder einen Schlüssel, den wir nicht haben. Okay. Wenn das Auge hier offen ist, macht es keinen Unterschied, ne? Keinen Unterschied. Okay. Muss einfach jetzt mal zu, weil es am Anfang offen war. Dann hier runter wieder. Dann wieder zurück, nehme ich an. Weil anscheinend kommen wir hier noch nicht weiter. Hallo, Herr Speicherpunkt. Yes. So. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Ah ja, ich verstehe. Okay. Dann weiß ich aber nicht wirklich, wo wir hin müssen. Versuchen wir mal, ob hier sich jetzt was geändert hat, weil wir die Augen dahinter geschlossen haben. Was mich aber etwas verwundern würde. Ne, ist noch alles gleich. Sonst komme ich da auch nirgends irgendwie hoch. Ne. Nee. Und hier unten ist auch falsch. Ist auch immer noch das mit dem Wasser. Dann habe ich wirklich keinen blassen Schimmer. Wir müssen noch einen Schlüssel finden. So achte ich jetzt. Ups. Können wir auch nicht so eine Abkürzung nehmen? Nee, das ist nur der eigene Tod, den wir uns da aussuchen. Und meine Plattforming-Künste waren auch einmal besser. Scheint mal so, das nervt gewaltig, aber nun gut. So, hier rein. Primär. Hallo. Ja, uninteressant. Ja, Speicherpunkt. Ich habe hier nichts zum Speichern, weil ich nichts gebracht habe. Verstehe irgendwie nicht.
Hoppala, zack. Ist ja beinahe schief gegangen, so. Das war hier nochmal eine Sackgasse, ne? Richtig, hier brauche ich auch einen Schlüssel. Ist nirgends ein kleiner Gang? Nee. Nein. Was es mit den Augen hier auf sich hat, das habe ich auch noch nicht kapiert. Was war hier nochmal? Ja, dieser Blödsinn. Hab keinen blassen Schimmer, wo ich hin muss. Kann ja gar nicht sein. Okay. Okay. Damit kann ich leben. Hoppala. So, okay, wenn wir nun jetzt einen Schlüssel bekommen, nee. Hier brauche ich auch. Was zur Hölle? Ich weiß wirklich nicht weiter. Seltsam, seltsam. Hoppala. Wenn sie alle beide offen sind, nee, wenn sie alle beide offen sind, ist ja auch kein Unterschied, ne? Doch. Okay. So, was haben wir denn hier? Magier. Tot. Okay, Schlüssel. Gut. Damit können wir jetzt hier das Auge zumachen. Voilà. Und hier hinten auch so. Dann kommen wir hier hin, richtig. Wo wir dann die Tür aufmachen können. Nein. Hä? Bin ich doof? Ah, geht doch. Okay, das scheint irgendwie nach Tod, wenn ich das so sagen darf. Okay, und dann hier Monkey Dash, yes.
Rubin ansammeln, in Ordnung. Und ein Speicherpunkt, ideal, um aufzuladen, perfekt. So, nächstes Mal schauen wir dann hier weiter. Ich nehme an, dass wir hier jetzt die Fähigkeit zum Schwimmen bekommen, aber das sehen wir dann nächstes Mal. Ciao, ciao.